Willkommen zurück zu meinem dritten Part und ja, letztes Mal haben uns die Genuesen den Krieg erklärt. Und unser König ist heroisch gestorben. Ja, unser neuer General hier in der Armee, ja, ist der gute Mann Marchena Montero. Ja, der darf da hinten den Krieg führen. Unsere Truppen haben auch letztes Mal Burgos erobert. Mit den Truppen aus Burgos, sobald sie fortgebildet sind, werden wir auch an die Front laufen, nämlich hier nach Frankreich, nach Südfrankreich, nach Toulouse. Vor allem erstmal, Wir wünschen euch den Tod, ja, Heiden. das wünschen sie uns natürlich. Schauen wir gerade mal, so. Ein paar, ja, eine neue Einheit Sperrmiliz kann ja nicht schaden. Eure Und dann Befehle, werden wir hier edler diese Herr. Armee hier Wir angreifen. werden sie ehrenhaft bekämpfen, Herr. Frage ist halt, ob wir das schaffen. Wir haben drei Einheiten, ja, gut. Ich denke, das sollte klappen. Wir erringen den Sieg in Gottes Namen, Männer. In die Schlacht! Ja, jetzt habe ich vor ein paar Minuten das erste Video öffentlich gestellt. Ist ja ganz okay bis jetzt. Viele Aufrufe hat schon. Und auch schon alles mögliche andere. Auch ein paar viele Likes etc. Freut mich, hoffentlich bleibt es so. Wie es mit den Kommentaren aussieht, weiß ich jetzt noch nicht. Momentan, glaube ich, gab es jetzt drei Kommentare. Wäre echt schön, wenn es noch ein paar mehr geben würde. Aber ja, ich denke, das kommt dann irgendwann mal noch. So, dann stellen wir mal unsere Truppen auf und wo. Oh Gott. Hat sich der Gegner etwa ganz da hinten verkrümelt. Das ist immer beim Let's Play so ein bisschen nervig, wenn die KI ganz nach hinten rennt. Im Prinzip. Wenn es normal spielen würde, wäre es zwar auch nicht so toll, aber so muss ich halt dann immer. Ja, brauchst du immer eine Weile, bis die Truppen dann da sind, und rennen lassen möchte ich sie auch nicht. Deswegen spule ich halt vor. Ja, gut, nicht so schlimm. So, jetzt warten wir mal, bis die da vorne sind. Die Gegner haben drei Einheiten Sperrmiliz, eine Einheit Armbrustschützenmiliz. Wie wir vorhin gesehen haben, das sollte jetzt nicht das größte Problem sein. Dadurch, dass wir ja schon allein an den Sperrmilizen ja, in der Überzahl sind, dann haben wir auch noch diese Streitkolbenkämpfer hier und noch einen General. Das sollte eigentlich kein Problem sein, wobei der General doch nicht ganz so gut ist, wie ich gedacht habe. Der hat dann doch ein bisschen Probleme bekommen in der letzten Schlacht. Ja, und unser Anführer ist da ja auch gefallen. Momentan haben wir noch ziemliche Bauernarmeen im Prinzip. Schlecht ausgebildete Truppen. Später ändert sich das natürlich. Wie jeder, der Medieval spielt, weiß natürlich. Ist aber gleich da. Das heißt, dann ist nur noch ein Kassensprung bis zu unseren Gegnern. Dann geht's ins Kampfgetümmel. Gut, jetzt sind sie da in Formation. Und jetzt können wir dann weiter vorrücken und angreifen. Ah, da stehen sie schon. Oh. Ja, da kommen sie gerade alle aus dem Wald raus. Das können wir mal wieder langsamer machen. Ich denke mal, zwei reicht jetzt mal. Und die Armbrustschützen laden nach. Ich hoffe, dass sie vielleicht nicht mehr zum Schießen kommen. Zwei Einheiten schicken wir mal außen rum, um den Gegner dann in den Rücken zu fallen. Ups, nicht ganz so. So, mit denen können wir jetzt da hinten hinlaufen. Mit unseren zwei Speerträgereinheiten hier. Laufen wir uns mal erstmal einen, ja, kleinen Bogen. Jetzt mit der kleineren Einheit anzugreifen. Und
Dann will ich eigentlich gerne die hier auch noch zum Kampf zwingen. Um unseren General dann von hinten reinreiten lassen zu können, ohne damit wir irgendwelche stärkeren Probleme haben gegen die Speerträger. So. Ja, jetzt greifen wir doch hier von hinten an. Weil die Einheit interessiert sie anscheinend momentan gar nicht so richtig. So, jetzt greifen wir hier mal mit unserer Kavallerie an. So richtig gebracht hat es das jetzt gerade nicht. Finde es sehr lustig, warum halten die dann eigentlich so viel aus hier? Ich glaube, da war irgendwas. Ich glaube, diese Speerträger, diese städtischen Speermilizen von den Italienern sind besser als alle anderen Speertruppen am Anfang, also alle anderen Speermilizen. Bin mir da aber jetzt gerade nicht so sicher. Ja, gegen den gezielten Kavallerieansturm haben sie aber trotzdem keine Chance. Oh, jetzt fliehen die alle. Sehr schön. So, jetzt können wir mit unserer Kavallerie hier angreifen und jetzt die restlichen Truppen auf diese letzte Einheit da. Ja. Was soll ich jetzt eigentlich gerade sagen? Ja, alle Einheiten auf diese Truppe hier schicken, alle restlichen. Wobei wir doch gerade diesen hier auch noch machen. Okay, das wird jetzt kein Ansturm mehr. Den Feind hat es schwer erwischt. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. So, die Einheiten fliehen noch, die städtischen Armbrustschützen fliehen nicht mehr, aber das ist jetzt nicht so das Problem, die können wir uns mit unserer Kavallerie schnell wieder schnell wieder zum Fliehen bringen und sie dann auch zu töten. Das geht relativ schnell damit. Städtischen Speermilizen rennen unsere Kavallerie hinterher, was irgendwie keinen Sinn ergibt, aber okay. Ja, sehr schön. So, jetzt können wir mal mit unseren Einheiten diese letzte Einheit Speerträger angreifen. Ich finde es halt irgendwie lustig, die Leute, die bringen die um, aber sie werden halt unten als Gefangene angerechnet. Sehr merkwürdig. Okay. Oh, die greifen uns noch an. Ja, dann müssen wir die jetzt irgendwie hier zum Stillstand bringen, damit sie nicht mehr weiter vor unseren Infanteristen davonlaufen. Komm mal, haut rein, ein bisschen schneller. So, und hau rein. Gut, von hinten angegriffen mit unseren Streitkolbenträgern. Das hat's auf jeden Fall gebracht schon mal. Gut. Der Herr schütze uns. Wir haben die Hälfte unserer Männer verloren. Das ist nicht gut, aber... Ich bitte, oh, dass sich das Blatt in der Schlacht noch wendet. Doch eine Niederlage scheint fast sicher. Schicken wir uns mal unsere Kavallerie so hier hin.
wenn du mal vielleicht von der Seite her einfallen können. Von der Flanke. Beziehungsweise mit den greifen schon noch weiter an. Ich möchte ja eigentlich eine Einheit irgendwie außen rum schicken. Ja, mit denen kann man das gut machen, denke ich. So. Und senkt die Lanzen und greift an meine tapferen Ritter. Gut, das sollte denen den Rest geben. Ja, auf jeden Fall einige Leute haben wir gerade verloren. Ich wundere mich nur, warum die so lange aushalten. Diese Schlacht. Sehr in Zeitlupe haben sie gerade angegriffen. Zu unseren Gunsten zu wenden. Das könnte ein Sieg werden. Der feindliche General, dieser Feigling, flieht. Vorwärts. So, jetzt können wir die Kampfgeist seiner Armee verfolgen und die Gegner fliehen. Rennt diese wertlosen Bauern. Das heißt, wir verfolgen sie noch und töten so viele wie möglich noch, beziehungsweise nehmen so viele wie möglich noch gefangen. So, da hinten läuft noch eine Einheit davon, vielleicht kriegt man die irgendwie noch. Ja, ein paar haben wir noch erwischt. Überwältigt. Dieser großartige Sieg gebührt nur einem der mächtigsten Generäle. Ja, 314 Leute haben wir verloren, somit, wie er vorhin schon angekündigt hat. Der nette Sprecher, haben wir die Hälfte unserer Truppen verloren. Aber wir haben auch eine ganze feindliche Armee wieder fast vollständig vernichtet. Vielleicht sogar ganz, wird man sehen. Ja, wir richten die Gegner auf jeden Fall wieder hin. Und wir haben die ganze feindliche Einheit vernichtet. Naja, die ganze feindliche Armee mal nicht. So, sehr schön. Wir bauen momentan in allen Städten Gebäude, das ist auch gut. So wie es aussieht, ja. So ist, ja. Gut, dann brauchen wir jetzt hier für die Armee neue Truppen. Ansonsten können die nichts mehr machen, so richtig. Eure Majestät, Befehle? Ja, Herr. Ich denke, wir ziehen die jetzt erstmal ein bisschen zurück. Natürlich. Ah, hier gibt es Söldner zu kaufen, das ist auch nicht schlecht. Ja, momentan. Ups, hier momentan haben wir nicht mehr so viele Familienmitglieder. Der werte Herr König Petro hat leider nur eine Tochter geboren, also seine Frau, bevor er in der Schlacht gefallen ist. Die anderen zwei haben, ja, er hat noch gar keine Kinder. Das ist ja der eine General hier in dieser einen Armee hier. Und der hier hat jetzt einen Sohn. Wird man sehen. Was ist der eigentlich minded? Der ist militarily minded. Okay, das ist gut. Beziehungsweise wir bräuchten eigentlich auch mal ein paar Verwalter. Aber, naja, egal. So, hier können wir dann ein paar Speerwerfer rekrutieren. Und ja, Bogenschützen können wir dann auch bald bauen, rekrutieren. Sehr schön. Martinella di Oria, von welchem Land kommt die? Kann es sein, dass sie von Genua kommt? Ich weiß es nicht, bin mir nicht so sicher. Das kann man gleich herausfinden. Ah, die eine ist gerade angelaucht, die steht da immer noch rum, oder? Also ich rede von den Prinzessinnen hier gerade. Gut, der Kalif der Almoraviden, also der Mauren, glaube ich, ist tot. Und der spanische König ist tot. Oh ja, wir sollen sie nicht mehr angreifen. Ja, wer hat uns denn angegriffen? Ja, genau, es war eine genuesische. Lieber würde ich sterben.
lässt sich unter Umständen bald einrichten. Also, weiß ich auch nicht. Gut, hier hauen wir rein. Burgos haben jetzt die kleine Kapelle fertig. Ja, das ist jetzt hier nicht so unbedingt notwendig. So, dann können wir, ach ja, hier noch ein neues Gebäude bauen und wir bauen einen Bogner. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Wir dürfen sie jetzt gerade leider nicht mehr angreifen, das ist das Problem an der ganzen Sache. Aber in 6 Runden dann wieder. Das finde ich halt immer so ein bisschen nervig. Ich meine, Eure nur weil ich Befehle? jetzt gewinne, weil er mich angegriffen hat, werde ich exkommuniziert unter Umständen. Ja, pf, wie Ja. fair ist das denn bitte? Ja, ich habe ihn ja nicht angegriffen. Ich würde es ja verstehen, wenn ich ihn angreifen würde. Aber ich wurde angegriffen und habe mich somit nur selbst verteidigt im Prinzip. Und deswegen finde ich die Sache hier immer mit dem Papst ein bisschen komisch. Ja, die haben sowas anscheinend nicht. So wie es aussieht. Weil ja, die greifen uns ja noch an. Komisch, komisch. Ich glaube, ich greife dann demnächst vielleicht auch noch die Dings auch noch an. Wir halten die Mamelucken auch an. Nicht die Mamelucken, die Mauren. Alles mit M. Die Mauren auch noch an. Um ja, dann mal ihre Provinzen dazu bekommen. Das wäre vielleicht auch nicht so schlecht, weil wir können ja nicht die ganze Zeit einen Dauerkrieg gegen die Genuesen führen, weil die ja weil ja schon wieder der Papst kommt und rummeckert. Ja. Ein neuer General haben wir hier. Der steht auch schon 19 und ist administratively minded. Heißt, wir können sie ihn in den Städten einsetzen. Und er ist auch schon in Barcelona. Ist doch Endlich gut. Feindherr! Weil ohne ihn würde die Stadt ein Dings da mehr verdienen, einen Dukaten. So. Das war's dann. In der Stadt kann man gerade nichts mehr machen. Ah, Kardinal befördert. Sehr schön. Jetzt haben wir schon zwei Kardinäle. Glaube ich, wartet mal. Schauen wir uns das mal gerade an. Ja, wir haben zwei Kardinäle. Und einer davon ist sogar Bischofskandidat. Also Papstkandidat. Das hört sich doch gut an. Ja, sehr schön. Mit dem Papststaaten haben wir jetzt gute Beziehungen. Ja. Dann schauen wir mal gerade. Was können wir hier machen? Ja, weiter fortbilden. Weil ich da gerade gar nicht mehr so Bock drauf habe, muss ich ehrlich sagen. Ich denke, wir lassen die Fortbildung jetzt einfach mal. So. Ja, klar, die dürfen mich angreifen, oder wie sieht's aus? Glaubt, Männer, Oh. Gott steht uns immer noch bei. Sammeln! Beim ersten Sonnenstrahlen marschieren wir weiter. Das ist irgendwie ein bisschen unfair. Ich meine, die dürfen uns noch angreifen, wir nicht. Weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll, so richtig. Dann müssen wir jetzt die Schlacht schlagen. Gebt alles, Männer, für Gott und Königreich. Auf in die Schlacht! Manche Niederlagen sind triumphaler als Siege. Michel Equem de Montaigne oder sowas. Und meine lieben Genuesen, kommt ruhig her. Kämpft ruhig gegen mich. Ich fange jetzt einfach schon mal an. Und an den Flanken haben wir diese Einheiten. Hier vorne stellen wir jetzt mal unsere Armbrustschützen auf. Und unsere Leibwache. Ja, er hat viele, viele städtische Milizen wieder.
Und eine Einheit Speerträger-Sergeants. Sie sind schon ein bisschen besser gepanzert als unsere ganzen Truppen, die wir haben momentan. Hoffen wir trotzdem, dass wir schon mit unseren Armverschützen einige töten können. Sie schießen auf die, naja, ist auch okay. So, sie rücken langsam aber sicher vor, unsere Gegner. Macht es jetzt ein bisschen schneller und da sind jetzt auch von den gepanzerten Sergeants schon einige gestorben. Oh oh, und wir müssen jetzt mal unsere Armbrustschützen zurückziehen. So, die gepanzerten Sergeants können wir immer noch angreifen mit unseren Armbrustschützen. Ich stelle jetzt einen kleinen Durchgang sozusagen offen, den wir auf die schießen können mit den Kavalleristen. Zum General geht man mal außen rum. Oh, der hat ja nochmal eine Einheit da hinten. Ja, da treffen wir doch immer wieder rein und töten einige. Aber unsere Männer gewinnen die Schlacht und schmieden einen würdigen Sieg. Und schnell wegreiten hier. Und voll von hinten die ganzen Gegner reingetroffen. Sehr schön, jetzt müssen wir nur noch gucken, ob wir mit unserem General hier schnell wegkommen. So, jetzt versuchen wir diese Sergeants da zu töten, beziehungsweise halt eben gefangen zu nehmen, bevor sie wieder zurückkommen. In der Hoffnung, dass wir das schaffen. Unser Armbrustschützen Beschuss hat ihnen also ja, starken Schaden zugefügt anscheinend. Aber das sind leider wieder zurückgekommen. Der Feind hat es schwer erwischt. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Ja, sie haben sich leider früher wieder gesammelt. Und wieder einige getötet. Ja, unsere Armbrustschützen machen einen guten Job. Sehr schön. Und unsere Leibwache hat eine Einheit jetzt. Ah ja, noch einer lebt. Wollte gerade schon sagen, eine ganze Einheit schon vernichtet. So, und jetzt können wir dann nochmal von hinten angreifen mit unserem Kavallerie. Weiß auch nicht, was heute los ist. Heute verspreche ich mich irgendwie ziemlich oft. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Sehr schön. Das hat zumindest der eine Einheit schon mal ein Recht gegeben, den anderen auch. Ach, wir greifen erstmal die Sergeants an. Gut, und jetzt noch hier von hinten angreifen, das sollte denen jetzt auch schnell den Rest geben. Tja, da haben die Genuesen gemeint, sie können sich mit uns anlegen.
Aber anscheinend doch nicht, wie sie feststellen mussten. Es ist unklug, den Tag vor dem Abend zu loben. Aber unsere Männer gewinnen die Schlacht und schmieden einen würdigen Sieg. Ja, hier können wir jetzt auch noch von da mit den Armbrustschüssen reinfeuern. Das ist immer diese nicht abgeschossene richtige Salve, wenn man die zurückzieht oder woanders hinstellt. Dann laden sie nochmal nach. Das ist bei den Bogenschützen übrigens genauso. Ich weiß nicht, ob es bei den Speerträgern auch so ist. Ja, dann laden sie zwar nochmal nach, aber sie schießen auch und es kommt aber keine Munition. Also sie verschießen nicht wirklich. Das ist schon ein Bug. Weiß auch nicht, warum sie den nicht gefixt haben irgendwann mal. So, hier die letzte Einheit. Und wieder gut gewonnen. Cesare ist tot. Jetzt komm. Machen die das mit Absicht, um den zu ärgern, oder wie? Ist überwältigt. Dieser großartige Sieg gebührt nur einem der mächtigsten Generäle. Ja, wir haben nur 32% verloren, wie ich gerade eben noch nachgeschaut habe. 180 Mann, das passt. Liegt auch an diesen Streitkolbenträgern, die ja wirklich besser sind als unsere ganzen Sperrmilizen und auch besser sind als das, was unsere Gegner jetzt gerade in die Schlacht geführt haben. Und auch unsere Armbrustschützen haben einen guten Dienst erwiesen und wir richten die Gegner wieder hin. Ja, die Armee hat es also überlebt, oder wie? Darf ich das verstehen? Oder ist das schon wieder eine neue? Ich habe es gerade nicht gesehen. Naja, komisch. So, ja, und ich würde auch sagen, das war dann mal wieder der nächste Part von meinem Let's Play. Ging wieder ziemlich schnell rum, waren zwei Schlachten. Ja, Schlachten rauben immer viel Zeit, aber sind halt auch das Beste in Total War, darf man mal so fast sagen. Oder eins der besten Sachen. Ohne die Schlachten wäre es natürlich nicht ganz so spannend stellenweise. Ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und deshalb werden wir noch warten, bis diese Runde beendet ist. Ja, okay, machen wir doch noch die paar Sachen hier. Ja, nehmen wir auf jeden Fall an. Baubericht kann man auch noch kurz durchmachen, würde ich sagen. So, hier baut es ja noch fleißig. In Palma können wir jetzt einen Ballistenmacher bauen und ansonsten ist nicht wirklich was Interessantes passiert. Ja, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Part. Ciao Leute.